Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Heute habe ich was für die Pebble-User unter euch. Und zwar hat mir slickwraps.com, ihr seht es hier am Bildschirm, mir einen schönen Skin, einen schönen Protektor für die Pebble Watch zugeschickt. Und diesen schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir werden mal schauen, was alles drin ist. Und das ist etwas, was mich wirklich sofort überrascht hat, als ich die Verpackung sah, also hineingeschaut habe. Denn da ist mehr drinnen, wie ich es an und für sich gewohnt bin von diesen Skins für Uhren und sonstigem Zeugs. Es war sogar etwas dabei, wo ich dann beim Support nachfragen musste, was es überhaupt ist. Und ihr werdet wirklich überrascht sein. Ich war es auf jeden Fall. Gemeinsam schauen wir hinein, was slickwraps.com mir geschickt hat, wie das Ganze ausschaut, wie man das Ganze montiert, wie gut das funktioniert und eben den ganzen Umfang, was da alles dabei ist. Ich baue hier ganz kurz um. Wir sehen uns gleich wieder bei meinem gelben Tisch. So, hier haben wir das Set, was mir slickwraps.com zugeschickt hat. Ein Set für die Pebble Watch in einem polierten oder gebürsteten Aluminium, leicht bräunlich. Das Ganze werden wir nachher noch genauer sehen. Ja, ihr seht hier, es ist mehr dabei, als man vielleicht gewohnt ist. Und für was diese Teile sind, ja, ich musste nachfragen, aber mittlerweile weiß ich es. Und zwar sind diese Parts für das Ladegerät, sprich für das USB-Kabel. Und das werden die Parts sein, die wir als allererster gleich montieren. Ja, wir öffnen das Ganze. Das geht hier ratzfatz einfach. Vorsichtig sein, dass wir da jetzt nicht irgendwas aufreißen. So, schauen wir rein. Hier haben wir die Folien präzise zugeschnitten. Übrigens ist auf der slickwraps.com Homepage auch eine genaue Videobeschreibung, wie ihr das Ganze montiert. Übrigens gibt es natürlich von denen auch Skins sowohl für Apple Watches, fürs iPhone und, also für alle möglichen Geräte. Riskiert einen Blick und ihr werdet sehen, ihr findet vermutlich für alles, was ihr so euer Herz so begehrt, einen entsprechenden Skin in verschiedensten Designs. Auch in individuellen Designs, aber dazu schaut einfach auf die Homepage von slickwraps.com. Mit dabei haben wir auch noch, das was mich auch ganz verwundert, nämlich gleich ein Mikrofasertüchlein, um die Oberfläche entsprechend zu reinigen. Ganz eine wichtige Sache. Ich bin persönlich ein Fan von Mikrofaser, also alles was ich reinige, mache ich alles mit Mikrofaser, weil es wirklich perfekt funktioniert. Also hier ein schönes Tüchlein. Sogar mit Logo, mit Branding drauf. Ganz fesch. Und dann natürlich nicht zu vergessen, nicht nur das Skin, sondern auch die Protektoren. Zwei Stück für die Anzeige für das Display. Auch mit dabei. Also das bekommt hier alles im Set. Wird alles mitgeliefert. Und ich würde gleich sagen, wir legen gleich los mit der Montage von diesen schönen Teil, und zwar wie erwähnt mit dem Ladekabel. Das hat mich wirklich komplett verwundert. Das Ladekabel von der Pebble Watch ist ein USB-Anschluss mit dem entsprechenden Konnektor für die Seite hier. Das kennt ihr natürlich, das kommt daher, und genau dafür gibt es auch den Skin. Das Mikrofasertuch einfach trocken anwenden, man braucht hier nichts anfeuchten, entsprechend die Oberfläche reinigen, dass das Fett weg ist, und dann diese einzelnen Teile verwenden. Ich mache eben absichtlich jetzt dieses Zubehör zuerst, denn dann hat man leichter Platz, um den Hauptskin abzuziehen. So, hier schön ansetzen. Und für sich kann man da nicht viel falsch machen, gerade hier beim Anschluss festpressen. Ja, und schon schaut das hier sehr edel aus mit diesem gebürsteten Aluminium. Ja, auch das USB-Kabel. Also ich kenne bis jetzt keinen anderen Skin-Hersteller, der sich über das Gedanken gemacht hat, dass man auch das Zubehör entsprechend designen kann und verschönern kann. So, hier auch der USB-Stecker selbst. Auch für den sind hier zwei Stücke mit dabei. Und zwar haben wir hier einen Part und hier einen Part.
Und auch die montieren wir gleich. Da brauchen wir hier nach unten ansetzen. Es geht relativ easy. Rauf damit. Auch festpressen. Es fühlt sich auch sehr hochwertig an. Man merkt wirklich hier, ihr hört, das ist wirklich ein gebürstetes Design. Es fühlt sich auch so an, weil es wirkt sehr edel. So, auf der Rückseite schauen wir uns das ebenfalls an. Den anderen Part kommt auch da drauf. Ansetzen hier am unteren Ende. Man kann das auch jederzeit wieder ein bisschen abziehen. Gar kein Problem. Aufsetzen. Zurechtdrücken. Und das war's schon wieder. Was man sieht, auch das Ladekabel ist nun im entsprechenden gebürsteten Aluminium-Design, wie danach die Watch ausschauen wird. Also ganz eine tolle Sache, dass das dabei ist. Wir gehen weiter zur Uhr. Die Uhr an sich, es sind hier, ihr seht es, auch die ganzen Tasten mit dabei, das Ganze sogar doppelt. Also wir haben drei Tasten, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann natürlich eine noch für die Rüben. Die anderen sind einfach auf Reserve, denn diese kleinen Flächen sind halt doch die, die am ehesten abgehen könnten, wenn man irgendwo streift und dergleichen. Deshalb haben wir hier noch ein paar Reserveteile dabei. Ich fange auch diesmal mit diesem Kleinzeug an, damit ich einfach Platz habe. Übrigens hier ein ganz heißer Tipp. Bevor ihr beginnt, einen Skin zu kleben, schaltet die Uhr aus. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich schalte jetzt mal die Uhr aus. Shut down und achtet auf das Display, was dann passiert. Wenn ihr die Uhr ausschaltet, bleibt sie weiß. Da bleibt das Display weiß und das hat den Vorteil, man tut sich leichter, den Rahmen zu finden, um das Design aufzukleben. Es geht wesentlich einfacher, wenn man sieht, wo genau das Display endet und das erkennt man so am besten. So, wir fangen jetzt hier mit den Tasten. Ich fange hier mit der Haupttaste an. Nicht zu fest drücken ist, weil sonst schaltet ihr natürlich die Watch wieder ein. Nehmen dann eines dieser zugeschnittenen Tastenabdeckungen, also Tasten, Designs, Skins, drauf. In dem Fall drücke ich jetzt nicht zu fest und schalte die Uhr wieder ein, aber das kann man dann im Nachhinein entsprechend natürlich wieder festigen, indem man da drauf drückt. Auch hier seht ihr, absolut präzise zugeschnitten, passt wie angegossen. Auch auf der anderen Seite, wenn wir die drei anderen Tasten ebenfalls montieren, auch wieder gut abputzen, ganz wichtig, das ganze Fett, der Staub, das muss weg. Und dann einfach wieder hier abziehen. Es geht relativ leicht runter. Ansetzen. Man kann das Ganze noch zurechtdrücken, bevor man es wirklich festklebt. Das soll ja ordentlich ausschauen. Einmal. Dann noch der zweite lange. Oh, jetzt ist er mal auf den Tisch gehüpft. Ja, dann machen wir her. Nehmen wir einfach mal hier die Schutzfolie. So, jetzt haben wir ihn. Da ist er. Dann auch hier drauf. Zurechtdrücken, dass es gerade ist. Und dann entsprechend festdrücken. So, dann haben wir noch die Mitte. Das ist der ganz, der kleine hier. Auch mal drauflegen, entsprechend zurechtdrücken und dann leicht andrücken. Ist jetzt ein bisschen schief, dann rutsche ein bisschen zurecht. So. Jetzt haben wir alle drei montiert und auch auf der anderen Seite entsprechend. So, jetzt kommt das etwas kompliziertere, unter Anführungszeichen. Achten müsst ihr auf Folgendes. Und zwar gibt es hier einen schmalen und breiten, das ist einmal schmal und einmal breit. Und das erkennt ihr eben jetzt schön, wenn das Display ausgeschaltet ist. Dann seht ihr, der schmale Teil ist oben, also an dem Teil, wo der Verschluss ist, der obere Bereich. Und unten ist der breite Bereich. Auf das müsst ihr achten,
damit es einfach richtig rum montiert wird, legt es euch dann entsprechend gleich so her, macht es in dem Fall auch. Jetzt natürlich die Uhr entsprechend gereinigt wieder. Und nicht zu vergessen, ihr müsst auch die Rückseite reinigen, denn dieser Skin geht ja auch auf die Rückseite rundherum. Das ist auch ein bisschen was anderes, wie man von anderen Skins kennt. Die meisten hören einfach da auf und dann weißt du es, nein, dieser Skin geht rundherum. Das heißt, auch die Rückseite entsprechend gerade da im Klebebereich reinigen. So, achten darauf, wo ist die kurze und wo ist die lange Seite. Dann beginne ich das Ganze hier abzufalten, nehme das gleich mit und nehme es einmal so und setze hier entsprechend an. Wichtig ist zu erkennen, schmale Seite, breite Seite und entsprechend ansetzen, dass wir möglichst genau da sind, wo wir hin müssen. So, da bin ich mir sehr genau, sehr präzise das Ganze. Diese Skins sind wirklich präzise zugeschnitten. Dann klappe ich hier rum. Schauen wir es auf der Rückseite gleich an, ob ich da bin, wo ich hin muss. Ja, ganz genau, ganz exakt. Liegt es ganz genau an, wie es sein muss. Und jetzt ein kleiner Trick auch, bevor er hier komplett abzieht, kommt jetzt gleich der Protektor dazu, der Schutz für das Display, auch vorsichtig abziehen, hier ansetzen, entsprechend ansetzen hier, ich muss den andersrum nehmen, dann wird es besser zum Zeigen, so machen wir es, also hier entsprechend ansetzen lassen. Das fügt sich fast von alleine dazu. Mal kurz ein bisschen zurückziehen nochmal. Ah, das ist nicht ganz präzise, das gefällt mir jetzt gerade nicht. Moment da, das müssen wir nochmal nachkorrigieren. Ist auch kein großartiges Problem. Ich nehme mir ganz gerne diese Trägerfolie, um das ein bisschen nachzujustieren. Kommen wir nochmal unten rein, jetzt ziehen wir das nochmal hoch. So nochmal schön da, dass wir jetzt da schön drinnen haben. So, jetzt gefällt mir das besser, jetzt sind wir präzise drauf und dann fahren wir da entlang weiter. Ein bisschen nachkorrigieren, das geht ohne Probleme. Kann ohne Probleme hier ein bisschen korrigieren. Und dann auf die Rückseite geht es weiter. Hier entsprechend wieder mit dem Endstück. Und hier auch rum. So, dann haben wir es im Prinzip geschafft. So, jetzt schauen wir mal, haben wir hier alles benannt. So. Wenn ihr hier die eine oder andere kleine Blase habt, keine Sorge, das Silikon, das verflüchtigt sich, beziehungsweise diese Luftblasen unter dem Silikon, die verflüchtigen sich nach einiger Zeit. Da haben wir ein bisschen ein Bläschen darunter, ein bisschen hier mit dem Tuch nur nachjustieren, das Auspressen probieren, aber wie gesagt, die verschwindet dann von alleine. So schaut es soweit aus. Das Schöne, wie gesagt, es geht auch auf der Rückseite rundherum, also komplett eingeschlossen das Ganze. Mit etwas Übung schafft man es recht gut. Das war jetzt auch mein erster Versuch und für den bin ich wirklich sehr zufrieden. Sortiert die Bläschen, die lösen sich von alleine, da braucht ihr nichts machen, nichts aufstechen, gar nichts, das verschwindet von alleine.
noch ein paar Stunden. Ja, soweit war es das. Ich schalte die Uhr jetzt wieder ein. So, gerade hier bei der schwarzen Uhr sieht man es recht schön. Dieses Metallic, dieses gebürstete Metallic. Eine ganz, ganz schöne Sache. Gibt es natürlich in verschiedensten Farben, ob man es jetzt eben so Natur, künstlich, metallisch, Holz, was auch immer. Einfach einen Blick auf die Seite slickwraps.com schauen und dann werdet ihr sehen, was ihr nicht alles finden könnt dort. Somit war es das von meiner Seite. Die Pebble Watch im individuellen Design und nochmal zur Erinnerung, auch das Ladekabel entsprechend designt, entsprechend mit dem Skin versorgt. Also ganz schöne Komplettgeschichte. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Empfehle nochmal slickwraps.com, schaut auf die Homepage, schaut euch an, was ihr da bekommt und freue mich, wenn ihr Spaß hattet in einem Video, wenn es euch ein bisschen geholfen hat. Danke fürs mit dabei sein, danke fürs Zuschauen, schenkt mir einen Daumen hoch, ein paar Kommentare wären auch sehr nett, wie es euch mit Skins und dergleichen geht. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, ich sage danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.